Ja, wir haben wieder mal Curated by 2021. Ich freue mich, dass die Galerie Rosemarie Schwarzwälder nächst St. Stephan mich eingeladen hat. Und ich habe mir überlegt, eine Solo-Präsentation zu machen in diesem sehr besonderen Jahr, in diesem Jahr, in dem nichts ist, wie wir das kannten. Und zwar habe ich mir überlegt, eine Solo-Präsentation zu machen mit Zhang Peli. Zhang Peli ist ein chinesischer Künstler. Kommt aus Hangzhou, werden Sie wahrscheinlich nicht kennen. Wurde geboren in 19, oder vielleicht doch, ist so eine Teeregion im Süden Chinas, Nähe Shanghai. Ist 1957 geboren und zählt eigentlich zu den wichtigsten Künstlern Chinas, aber auch zugleich, kann man sagen, zu den noch unentdecktesten. Für mich ist es das zweite Mal, dass ich mit ihm zusammenarbeite, nachdem ich 2018 in Belgien die erste Solo-Ausstellung in Europa mit ihm machen konnte. Und man kann sagen, dass er immer als derjenige Künstler gehandelt wird, der Videokunst in China erfunden hat, weil er der Erste ist, der mit dem Medium gearbeitet hat in 1988. Und deshalb beginnt diese Ausstellung mit der neuesten Produktion von Zhang Peli. Das ist eigentlich ein größeres Projekt. Und was er damit gemacht hat, ist, das Genre des Selbstporträts in eine beinahe absurde Dimension zu treiben. Denn er hat seinen gesamten Körper quasi digital scannen lassen und hat das in Kunst übersetzt. Wir zeigen von diesem sehr umfangreichen Projekt eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt. Wir zeigen nämlich Organe und das Skelett, was er in Carrara hat anfertigen lassen. Es war auch nur deshalb möglich, weil das gerade dort angefertigt wurde. Plus, wir zeigen einige Passportprints. Das Projekt besteht tatsächlich daraus, dass er seine ganze Identität oder das, was seine Identität ausmacht, sozusagen in Kunst übersetzt. Und dazu zählen auch sein Passport, dazu zählen, um jetzt wieder zum Körper zurückzugehen, das Gewicht seines Blutes, das Gewicht des Fettes, das Gewicht des Wassers. Sie werden das hier überall in der Ausstellung gewissermaßen als eine Repräsentation sehen können. Das hat natürlich eine sehr, das sagt sehr viel und es sagt zugleich auch gar nichts. Denn das, was einen Menschen ausmacht, das verschwindet natürlich, wenn man nur das zeigt, was messbar ist. Also Zhang Peli hat ein Selbstporträt aus all den Punkten erstellt, die messbar sind. Und das, was essentiell ist, ja, das bleibt dann vielleicht auf der Strecke oder auch nicht. Uncertain Pleasures, das sehen wir im zweiten Raum der Ausstellung. Das ist eine 12-Kanal-Videoinstallation, wo wir eine Hand sehen oder Hände sehen, die fortlaufend kratzen, am Körper kratzen und jucken und irgendwo durch die Nägel auch in die Haut eindringen, fast bis es blutet. Es ist irgendwo so ein sehr autoaggressiv, passiv-aggressives Video, was eine gewisse Unruhe und Nervosität versprüht. Und dann zeigen wir auch noch drei weitere frühe Videos von Zhang Peli, darunter Water. Das ist eigentlich ein Werk, was im Prinzip bestimmte Parameter zeigt, die in seinem Werk immer wieder auftauchen. Wiederholung, Langeweile, so ein bestimmtes, so was beinahe monoton, manisches, was im Prinzip der staatliche Kontrolle auf uns ausübt und die ja irgendwo so zurückspiegelt. Und in diesem Werk Water, da sehen wir eine chinesische Nachrichtensprecherin, die übrigens eine reale Nachrichtensprecherin ist, die das Wort Wasser, von dem es unzählige Übersetzungen in einem chinesischen Wörterbuch gibt, wieder und wieder wiederholt. Das heißt, sie spricht einen Text, der klingt also sehr heterogen, aber im Prinzip wird immer wieder nur das Gleiche ausgedrückt: Wasser. Wasser, was natürlich auch als Idee im Buddhismus, be water, my friend, also was im Prinzip auch für nichts steht. Und dadurch, dass es für nichts steht, wird auf einmal der ganze mediale Apparat betont und es wird angedeutet, dass das, mit dem man da Tag für Tag im Prinzip beschallt wird, was übrigens in China Anfang der 90er Jahre natürlich relevant war, weil es
das Land sich in diesem Moment erst in eine Mediengesellschaft verwandelt hat. Bemerkenswert, denn heute haben wir alle Telefone von Apple, Samsung oder sonst was, die übrigens zumeist in China hergestellt werden. Aber das war eben der Beginn. Und das ist eben eine sozusagen eine Metapher hierfür, wie uns Medienunternehmen in ein bestimmtes Verhalten reinzwingen. In Documents for Hygiene, ein anderes frühes Werk, das sehen wir wie Hände mit Gummihandschuhen, das sind die Hände des Künstlers, der so ein Gefängnisinsassenbekleidung trägt, oder das ist angedeutet durch die Streifen, wie in jedem Falle ein Huhn eine halbe Stunde lang in einem Trog gewaschen wird. Und am Anfang wehrt sich das Huhn noch gegen diese ungewöhnliche Wäsche, aber zunehmend, je mehr Seife verwendet wird, beginnt das Huhn das auch zu genießen und angenehm zu finden. Und auch hier geht es, denke ich, wieder darum, das ist auch wieder eine Allusion auf Autorität und wie man sich einer Autorität gegenüber aussetzt, langsam daran gewöhnt und dadurch auch irgendwo handlungsunfähig eingeschläfert wird, beinahe. Und das hat eben auch, wie die anderen Werke, viele andere Werke von Pelli, so was Körperliches, etwas Unangenehmes, was einen zuweilen auch an Bruce Nauman erinnert, der übrigens einer der Lieblingskünstler von St. Pelli ist, was aber in dem Falle nicht als Kopistentum verstanden werden sollte, sondern ganz im Gegenteil. In China bedeutet das ja was, dann versucht man es ja besser zu machen als der Meister. Also es gibt eine ganz andere Idee von Meisterschaft, als wir die hier kennen. Zu guter Letzt zeigen wir auch 30 by 30. Das ist eine Videoarbeit, die dauert 2,5 Stunden. Und es ist eine Arbeit, die tatsächlich als das erste Videowerk in China historisiert ist. Und was wir dort sehen, sind die Hände, zwei Hände, wieder mit Gummihandschuhen, die irgendwo diese Trennung von außen, innen, von Körper und Umwelt, von Hygiene irgendwo andeuten, artikulieren. Wir sehen eben Hände, die einen Spiegel hochhalten, fallen lassen, nochmal hochheben, fallen lassen und diesen zersplittern und dann einfach wie die Hände diesen Spiegel wieder zusammenkleben, wieder hochheben, wieder fallen lassen. Ist auch ein Werk, was mit Langeweile spielt, was natürlich einen hohen Metaphernreichtum hat, der Spiegel. Der zerbrochene Spiegel. Aber was vor allen Dingen eigentlich gar kein Videowerk ist, denn vom medialen Gesichtspunkt her betrachtet natürlich, aber es war tatsächlich eine Performance, denn 1988 war St. Pelli zu einem Kongress eingeladen, wo innerhalb der Atmosphäre eines sich öffnenden Chinas, innerhalb des New Wave Movements, wo es darum ging, dass wichtige Künstler aus ihren jeweiligen Regionen das künstlerische Treiben vorstellen sollten. Und Pelli war aber immer skeptisch, wenn es darum ging, welche Rolle der Staat einnimmt gegenüber dem künstlerischen Treiben oder gegenüber Kunst an sich, gegenüber einer Funktionalisierung von Kunst, und hat sich geweigert, dort eine Präsentation über diese Arbeit seiner Kollegen zu machen und hat stattdessen dieses 2,5 Stunden lange Videos vorgeführt und die Türen abgeschlossen. Natürlich hat sich nach einer Viertelstunde Widerstand geregt und man solle doch mal vorspulen, das sei doch langweilig. Aber im Prinzip ging es darum, dass er eben die Macht und die Funktionalisierung und die Mechanisierung, der jeder Künstler in einer gewissen Weise ausgesetzt ist durch das Drumherum, dass man das einfach zurückspiegelt. Und St. Pelli ist ein Künstler, der hat immer gesagt, I don't stick to rules. Und ich denke, das können wir hier auch schön in der Ausstellung sehen.